Parmesan, Ei und Milch, verquirlen und mit Salz und Pfeffer würzen. Putenschnitzel abspülen, trocken tupfen und halbieren. Schalotten schälen und würfeln. Basilikum waschen, trocken schütteln und hacken. Eine türkische Liga Öl in einem Topf auf mittlerer Stufe erhitzen und Schalottenwürfel darin ca. 2 bis 3 Minuten anschwitzen. Mit passierten Tomaten ablöschen, Essig, Honig und Basilikum zugeben und ca. 10 Minuten einkochen lassen. Nudeln nach Packungsanweisung in Salzwasser garen. Rucola waschen und trocken schleudern. Putenschnitzel mit Stärke bestäuben und in Ei-Parmesan-Masse wenden. Restliches Öl in eine Pfanne auf hoher Stufe erhitzen und Schnitzel darin ca. 3 Minuten von jeder Seite braten. Nudeln abgießen. Soße mit Salz und Pfeffer abschmücken und Nudeln mit Rucola unterheben. Putenpiscata mit Tomaten-Rucola-Spaghetti servieren. Parmesan, Ei und Milch verquirlen und mit Salz und Pfeffer würzen. Putenschnitzel abspülen, trocken tupfen und halbieren. Schalotten schälen und würfeln. Basilikum waschen, trocken schütteln und hacken. Eine türkische Liga Öl in einem Topf auf mittlerer Stufe erhitzen und Schalottenwürfel darin ca. 2 bis 3 Minuten anschwitzen. Mit passierten Tomaten ablöschen, Essig, Honig und Basilikum zugeben und ca. 10 Minuten einkochen lassen. Nudeln nach Packungsanweisung in Salzwasser garen. Rucola waschen und trocken schleudern. Putenschnitzel mit Stärke bestäuben und in Ei-Parmesan-Masse wenden. Restliches Öl in eine Pfanne auf hoher Stufe erhitzen und Schnitzel darin ca. 3 Minuten von jeder Seite braten. Nudeln abgießen. Soße mit Salz und Pfeffer abschmücken und Nudeln mit Rucola unterheben. Putenpiscata mit Tomaten-Rucola-Spaghetti servieren. Zwiebel schälen und mit Knoblauch fein würfeln. Basilikum waschen, trocken schütteln, Blätter abzupfen und hacken. Öl in eine Pfanne auf hoher Stufe erhitzen und Tatar darin krümelig anbraten. Zwiebel und Knoblauchwürfel dazugeben und kurz mitbraten. Mit stückigen Tomaten ablöschen mit Salz, Pfeffer, Paprikapulver und Zuckerrübensirup würzen und ca. 5 Minuten köcheln lassen. Cocktailtomaten waschen und halbieren. Tortelloni und Cocktailtomatenhälften unterheben und ca. 2 bis 3 Minuten erwärmen. Tortelloni-Pfanne mit Salz und Pfeffer abschmecken und mit Basilikum garniert servieren. Salatblätter waschen und trocken schleudern. Zwiebel schälen und in Ringe schneiden. Gurke und Tomaten waschen und in Scheiben schneiden. Tatar mit Eigelb und Paniermehl verkneten, mit Salz und Pfeffer würzen und zu zwei flachen Patties formen. Für die Soße Ketchup mit Frischkäse und Senf verrühren und mit Salz und Pfeffer abschmecken. Eine türkische Liga Öl in eine Pfanne auf mittlerer bis hoher Stufe erhitzen, Patties darin ca. 4 bis 5 Minuten von jeder Seite braten und herausnehmen. Brötchen leicht rösten und aufschneiden. Untere Brötchenhälften jeweils mit etwas Salat, einigen Tomaten und Gurkenscheiben, Zwiebelringen, Patty und eine Scheibe, Käse belegen und mit Soße beträufeln. Mit oberen Brötchenhälften abdecken. Für den Salat restliche Tomaten und Gurkenscheiben vermengen. Für das Dressing Essig und restliches Öl verrühren und mit Salz und Pfeffer würzen. Salat damit beträufeln. Cheeseburger mit Salat servieren. Ingwer schälen und reiben. Tatar mit Quark, Eiern, Ingwer, Koriander, Salz und Pfeffer verkneten und zu 24 Hackbällchen formen. Reis nach Packungsanweisung in Salzwasser garen. Öl portionsweise in eine Pfanne auf mittlerer bis hoher Stufe erhitzen, Hackbällchen darin ca. 5 bis 7 Minuten rundherum anbraten und herausnehmen. Pfannengemüse im Bratensatz ca. 2 bis 3 Minuten mitbraten und mit Tomatensaft ablöschen. Mit Salz und Sambalölig würzen, Hackbällchen dazugeben und ca. 10 Minuten köcheln lassen. Asiatische Hackbällchenpfanne mit Salz abschmecken und mit Reis servieren. Riefe zerbröckeln und in Wasser auflösen. Mehl mit Hefemischung in eine Schüssel geben, etwas verrühren und gedeckt ca. 15 Minuten gehen lassen. Eine türkische Liga Öl und ein halb Salz dazugeben, zu einem glatten Teig verkneten und tare ca. 15 Minuten gehen lassen. Knoblauch pressen gleich L-Links-Zwiebeln und Chilischote waschen, Chilischote E-Kernen und beides in Ringe schneiden. Eches Öl in eine Pfanne auf hoher Stufe erhitzen und siebtes Fleisch, Knoblauch,
die Hälfte der Frühlingszwiebel-Chili-Ringe darin anbraten, Tomatenmark und passierte E-3-10 zufügen und einkochen lassen, mit Salz, Pfeffer-Paprikapulver würzen, Backofen auf 200 Grad C, Klammer auf Gas, dritte Umluft, 180 Grad C, Klammer zu, vorheizen. Teig durchkneten, ehren und auf einem mit Backpapier ausgelegten Back ausrollen. Jede Pizza mit Hackfleisch, Tomatensauce ächen und auf mittlerer Schiene ca. 15 Minuten Tomaten und Paprika waschen. Tomaten in Scheiben schneiden, Paprika entkernen und in kleine Stücke den Schafskäse würfeln. Türkische Pizza mit und Schafskäse würfeln belegt servieren. Rabi schälen, vierteln und in Stifte schneiden. Anis-Koröschen und Kohlrabi-Stifte in Salzwasser, 0 Minuten garen. Nudeln ebenfalls in Salzwasser, Packungsanweisung garen. Tatar mit Senf, Eigelb, Mehl und eine türkische Lira Schnittlauch, verkneten, mit Salz, Pfeffer würzen und zu 8 kleinen Bällchen formen. Eine Pfanne auf mittlerer bis hoher Stufe erhitzen, Bällchen darin ca. 10 Minuten rundherum braten ausnehmen. Schalotte schälen, in Ringe Schneibratensatz ca. 2 Minuten braten, mit Brühe Bleu mit Cremefin verfeinern und mit Salz, Pfeffer Mian würzen. Soßenbinder einrühren und kurz in Ichen dazugeben und kurz erwärmen. Und restlichen Schnittlauch zufügen. Romanesco 43.3i und Nudeln abgießen und zusammen mit Köt, -3 servieren. Silikum kleiner Kohlrabi 200 Gramm Romanesco Röschen Salz, Pfeffer 80 Gramm trockene Spiralnudeln 250 Gramm Tatar eine türkische Lira Dijon Senf ein Eigelb eine türkische Lira Paniermehl 2 türkische Lira Schnittlauchringe 2 türkische Lira Rapsöl eine Schalotte 150 Milliliter Gemüsebrühe Klammer auf 1,5 Teelöffel Instantpulver Klammer zu 60 Milliliter Cremefin zum Kochen 7% Fett 1,5 Teelöffel gehackter Thymian eine türkische Lira heller Soßenbinder 1 Esslöffel Preiselbeeren Klammer auf Konserve Klammer zu Backofen auf 220 Grad C, Klammer auf Gas, Stufe 4 Umluft, 200 Grad C, Klammer zu, vorheizen. Kartoffeln waschen, in Alufolie wickeln und im Backofen auf mittlerer Schiene ca. 40 Minuten backen. Knoblauch pressen. Zwiebel schälen und in feine Würfel schneiden. Kohlrabi schälen, vierteln und in Würfel schneiden. Kohlrabi-Würfel in Salzwasser ca. 8 Minuten vorgaren und abgießen. Öl in eine Pfanne auf hoher Stufe erhitzen, Tatar mit Knoblauch und Zwiebelwürfeln darin krümelig anbraten und mit Salz und Pfeffer würzen. Kohlrabi-Würfel und Tomatenmark zufügen, kurz mitbraten und mit Brühe ablöschen. Mit Frischkäse und Senf verfeinern und mit Salz und Pfeffer würzen. Gegarte Kartoffeln halbieren und aushöhlen. Kartoffelmasse fein würfeln und zur Tatar-Kohlrabi-Masse geben. Kartoffelhälften in eine Auflaufform, Klammer auf ca. 20 x 25 cm Klammer zu, setzen. Mit Tatar-Kohlrabi-Masse füllen und im Backofen auf mittlerer Schiene ca. 10 Minuten backen. Gurke waschen, in Scheiben schneiden oder hobeln. Kresse vom Beet schneiden und mit Gurkenscheiben mischen. Für das Dressing Essig mit Zucker verrühren mit Salz und Pfeffer würzen und unter den Salat heben. Gefüllte Kartoffeln mit Gurkenkresse-Salat servieren.